Mein Name ist Katrin de Lau, ich bin Innenarchitektin, mein Unternehmen heißt Trendfilter und wir haben uns hier im Service Point A30 schon vor fast 10 Jahren jetzt die Aufgabe gestellt, ein Forum zu schaffen für die Möbelindustrie, wo man sich trifft, wo man über Trends redet, über die Zukunft des Wohnens redet, zukünftige Designtrends, aber auch technische Trends. Wir verknüpfen hier die Branche mit Kreativen, mit Innenarchitekten, aber auch natürlich untereinander mit den Zulieferern. Und dazu machen wir mehrere Events im Jahr. Die einen fokussieren das Thema Design und Trends und die anderen fokussieren technische Themen. Ja, und so vernetzen wir die Leute, um einfach für die Zukunft gewappnet zu sein mit den Themen, die da auf einen zukommen. Nicht nur in Deutschland, sondern ja, vielleicht auch darüber hinaus. Mein Name ist Patrick Holz. Ich arbeite bei der Konrad Hornschuh AG. Bin dort zuständig für das Produktmanagement im Bereich Möbelfolien. Für uns hier die Plattform Trendfilter und Service Point A30, eine direkte, klasse Plattform, um mit Kunden und Partnern in einen direkten und offenen Dialog zu gehen. Super Events, tolle Vorträge, toll geplant. Das ist für uns der Service Point A30. Mein Name ist Markus Söhn, ich bin seit 26 Jahren jetzt bei Chatecor und wir haben jetzt hier die Ausstellung seit Anbeginn und wir sind froh, dass wir hier sind. Weil es recht locker ist, weil immer wieder Beiträge auch aus anderen Branchen kommen und nicht nur streng fokussiert auf Möbel, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt wird. Mein Name ist Luca Citterio. Ich bin Inhaber und Verkaufsleiter bei der Firma Cosma. Griffhersteller aus Italien für Griffen in Aluminium und Zamak. Wir sind hier in der Mitte der Möbelindustrie in Deutschland und wir können hier sehr viel mit vielen Leuten sprechen, die Entscheidungen treffen und Trenden ersetzen. Man kann miteinander sprechen, nicht ein Produkt vorstellen oder verkaufen, nur hören, was passiert auf dem Markt, was in die Zukunft wird gesehen und wir geben auch unsere Meinung. Das ist fast eine Entwicklungsrunde, die wir mit den Kunden machen. Mein Name ist Christiane Danielsmeier. Ich arbeite bei der Firma Pompol. Ich komme seit vielen, vielen Jahren schon zu dieser Veranstaltung. Hier kann man natürlich Networking betreiben ohne Ende. Und das ist, warum die Veranstaltung für mich ganz wichtig ist und ich da auch möglichst immer dran teilnehme. Mein Name ist Gerhard Hablicek. Ich bin Herausgeber vom Fachmagazin Wohninsider in Österreich. Ja, es ist für uns wichtig, in Österreich auch die dortige Einrichtungsbranche zu informieren, was sich bei den Materialien und in Deutschland hier Neues tut. Weil ja doch die Erzeugnisse, nicht nur die Fertigprodukte wie Küchen, hauptsächlich von hier nach Österreich exportiert werden. Weil man auch in Österreich mittlerweile hört von Service Point A30. Und jetzt bin ich das erste Mal hier, aber ich werde sicher öfter kommen. Mein Name ist Carsten Herting. Ich arbeite seit über 20 Jahren bei den Meisterwerken. Fertigen ganz traditionell Fußböden, Wand- und Deckengestaltung. Zum Trendfilter bin ich eigentlich vor 3 Jahren gekommen, das erste Mal. Seitdem eigentlich auch Fan und verpasse eigentlich kaum eine Veranstaltung vom Trendfilter. Man trifft bekannte Gesichter, kann sich immer wieder austauschen, was die Katrin auch immer wieder schafft, neue Referenten aufzutun, aufzugabeln, also aus den verschiedensten Bereichen. Eine ganz spannende Sache und ja, ich freue mich auf weitere
gute Meetings hier im Bünde oder vielleicht auch mal außerhalb vom Bünde. Danke.